Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. In der letzten Folge haben wir ein paar Waffen besorgt. Mit Ryder, dem vollgekifften Junkie. Als da. Wir müssen uns jetzt mal von hier entfernen. Wir fahren mal zu OG Loke. Oder nee, wir fahren erst zu Caesar, bevor wir uns ein anderes Auto besorgen. Mit dem Auto kommen wir da nicht rein. Dürfen wir nicht fahren. Ich guck mal schnell, ob wir eins finden. Ne, leider nicht. Okay, wir müssen ein bisschen umfahren und gucken. Okay. Wir brauchen einen Lowrider für die Mission. Ich meine nicht aufs Spiel setzen. Das ist kein Lowrider. Das ist kein Lowrider. Ich Autofahren, nicht meine Stärke. Okay, wisst ihr was? Ich lasse zu. Loks-Mission sind zu. Oh, ein Lowrider. Aussteigen, ausschlafen. Das ist mein Auto. Die halt einfach alle ineinander fahren. Nicht anhalten oder so. Und zurück zu Caesar. Da wäre auch einer gestanden, egal. Heißt hey, CJ, you made it. What's the business? Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Fahren wir zum Rennen. Okay. Keep up, Holmes! Fahre in Stoppposition, okay. Und los geht's. Ich lasse den mal ein bisschen doof. Okay. Zivilfahrzeuge, ja, illegale Straßen, dann denkt es keine Abschnitt. Da kommen halt Zivilfahrzeuge mit. Ich hätte auch meinen anderen nehmen können, aber das ist jetzt relativ hoch. Wir haben schon mal ein bisschen Vorsprung. Und fahren mal bis zum Ziel. Da sind die Cops. Nur kein Mischbauen. Mischbauen ist hier tödlich. Wenn wir verlieren, dürfen wir alles nochmal machen. Bis zum Ziel fahren und so. Ich bin nur ein illegaler Straßenrennfahrer. Jo, es war ein bisschen anders vorgestellt. Aber gut. Neue Bestzeit 1 Minute 18. Also nicht mal 80 Sekunden. Spannen wir gleich weiter zu OG Loke, dem OG Joke.
die Karre, die habe ich jetzt eh nur geklaut, deswegen ist es unwichtig. Die Karre hat für mich keinen Wert. Nicht tunen können, will ich aber nicht. Das ist einfach Geld verschwenden. Und weiter geht's. Life's a beach. Looking real technical, gangster. You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listener party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me. OG Loaf, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, OG, man. Look, OG. Shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Jo, fahre zu der Beach Party. Taxi! Taxi! What up, though? Aquí nomás making bring out some jackets. And I'm with them. Have you done it with two mujeres? Nicht so weg von hier. Und? Wenn du bei der Beachparty bist, sprich mit der DJ-Frau. Okay. Lass mal die Karte stehen. What's up? Just looking for some fun. Immer Zeit drücken bei der Mission. Well, hey, let's dance, Sugar. Yeah, for sure. Let's see what you got. Meeting. Perfekt. Sehr gut. Oh, that's right. You're getting there. Aber ich kann perfekt nie lang halten. Thank you.
bet you get the ladies with those moves. 6,000 you Punkte. You got the moves, wanna come and chat? I lead the way. Let me take you into my office. Something clown. Hey man, where the weed at? This time. See you on the sound. Wir versuchen natürlich uns aufzuhalten und die Anlage zurückzuholen und wir verschwinden jetzt einfach mal ganz serious. Verpfeifen wir uns mit dem blöden Van. Bisher hat uns noch kein Verfolger, sind wir noch nicht verfolgt. Wir stecken jetzt gerade in ihre Autos und gleich haben sie am Arsch. Da hinten haben sie schon. Scheiße. Ich sollte vorsichtig fahren. Guck, da hinten kommen wir. Hey, darling. Oh, hallo, Herr Polizist. Die Herren, ich muss mal weg hier. So, wütende Partybesucher und Polizisten. Sehr guter Mix. Und da habe ich eine Facebook-Nachricht gekriegt. Sehr schön, sehr schön. Was ist denn die Zeit? 11 Minuten. Und noch eine Nachricht. Oh, wer schreibt mir da wohl? Wahrscheinlich meine Freundin. Egal, nicht schlimm. Ah, nicht meine Freundin. Okay, egal. Wir haben noch 11 Minuten. Taxi! Können wir weitermachen. So die Mission wird in kurzer Zeit zu erledigen. Sein Auto! Euer Halbrum-Kollege. Wenn die Tür zu lange auf ist, wird angepisst und haut die Tür einfach zu. Habt ihr gesehen? Ha! Wo fahr ich hin? Egal. Das Taxi schneller wäre das cooler. Wenn man hier mit Super Speed durchheizt. Platz da. Vielleicht müssen wir jetzt da einbrechen, wo ich denke, dass wir da einbrechen müssen. Hallo, Platz. Die Ballers. Die ein Stern. Mad Dogs Rides. Okay. It's OG Loke, homie, and I'ma kick a little something like this. Hey, yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That it's shit like I sucks. Damn. Damn, my shit was whack. Hey, what's happening, Loke? Hey, Carl, what up, man? Hey, dude, you ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit, I ain't in a rap game. You know, that ain't my thing. But, we'll have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I'll become the reciter, all-nighter, all-writer. Mad Dog's Rhyme Book from his home in the hills. Mad Dog's Rhyme Book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. Hey, all right. Hey, when I kick it, I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Oh, yeah. Begib dich zu Mad Dogs Villa. Wir nehmen uns gleich mal hier diesen. Ja, ist ja egal. Wir nehmen ihn uns einfach. Platz da. Real slick, homie. Ein hässliches Auto, ich weiß, aber egal, es ist schnell. Real cool, homie. Yo, yo.
very serious. Hallo, was da? Die Karre muss hergehen, bevor wir da oben ankommen. Da ich eh die Abkürzung nehme. Wir beklauen jetzt Mad Dog. Ich glaube, dann gehen wir auf die nächste Level. Ich weiß. Sieht nicht so aus, als ob die Karre da oben bleibt. Also gut. Tschüss, Auto. Brauch dich nicht mehr. Du bist entlassen. Das Beherrschung ist Mad Dogs Aufnahmestudio. Okay. Bleib weg, da patrouillieren in der Villa. Setz hier keine Schusswaffen ein, sonst alarmierst du sie. Schleich dich unbemerkt rein und klau das Buch. Okay. Abgemurkst. Jo. Ich könnte planen, wie ich ihn umgehen kann. Ich steche ihn jetzt einfach mal ab. Ein Wachmann kommt. Ha! Gay! Okay, verstecken wir uns in einem Bereich, wo es Schatten gibt. Zum Beispiel hier. Wenn das weiße Symbol auf deinem Radar, auf dem Radar, das da bla blau, dann sind wir getarnt, dann sieht er uns nicht. Pass auf! Wir können auch hier schön stehen. Can't see me. Hasta la vista, Kollego. Auf geht's, weiter geht's. Oh geil, das Fitnessstudio. Also ich muss schon sagen, Mad Dog lässt es hier echt gut gehen. Wenn du hier einfach an dem Wachmann vorbeigehst, zieht er dich, duck dich und gerne bar vorbei, um umzuhalten. Mercury fractures mess up so bad, Tanner. You suck ass. Ha. Und der zockt hier einfach und wir schleichen jetzt mal dran vorbei. Haben noch ein bisschen Schutzweste gekriegt. Abstechen. Wir haben das Reimbuch. Verlasse die Villa und bring das Versbuch zu OG Loke. Jetzt kannst du deine Waffen einsetzen, obwohl du da bla bla. Die Wachmänner bist du schon für Waffen, gelingt es dir eine zu ergattern. Dann kannst du damit feuern, ohne dass die Wachmänner in der Nähe dich hören. Nice. Hasta la vista, Kollege. Dankeschön. Mal was Anständiges zum Schießen. Jetzt hat der auf einmal eine scheingerefte Waffe oder was? Eingabe zum Videospiel spielen. Probier noch gleich mal. Sieht so aus, als wärst du beschäftigt, komm doch später wieder. Hallo Kollege. Ciao Kollege. Der hat mich gesehen. Das macht aber gar nichts. Ich schleiche jetzt einfach mal hinter dem her. Hier so. Jetzt ich sehe raus hier. Dum di dum di dum di dum dum di dum di dum. Okay, bringen wir das Fastbook zu OG. Wir fahren da beim Fahrrad. Das ist gesund, habe ich gehört. Bumm.
ein hübsches Mountainbike, so nebenbei bemerkt. Mountainbikes sind meine Lieblingsfahrräder, einfach weil man damit voll geil fahren kann. Wenn man Fahrradskills hoch genug hat. Oh, das war doof. Ich würde ja das Mountainbike gerne behalten. Man fliegt an jeder Laterne um am Anfang, das ist so nervig. Erst wenn man Fahrradskills hoch genug hat, ich kann zwar den Cheat für alle Skills ganz hoch, auch Waffen- und Fahrzeugskills. Auch Kondition habe ich mal gewusst. In der Cheatliste ist ein bisschen ein dämlicher Cheat. Das heißt, alle Taxis haben. Holmes, you ice cold, Nitro. Dude! Hey, I'll catch you later. Peace, homie! Das heißt, alle Taxis haben Nitro und ja. Hey, excuse me. Loaf around here? Die Mission machen wir in der nächsten Folge. Wir gucken uns jetzt nur das Loke. Intro. Is he available for communication? Who? Loke? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. So? So? He's out back cleaning a fryer. Hey, what up, Lo? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it there for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on a tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony, and that's the only time he leaves dog side. Jo Leute, ich drücke mal hier auf Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge von GTA San Andreas. Bis dahin, auf Wiedersehen.